die mich noch nicht kennen, ich bin Toni Stracker, ich habe mehr als 15 Jahre als Wirtschaftsjournalist gearbeitet, bin seit 1999 eigentlich selbstständiger Investor und schreibe seit 2005 einen Blog zu internationaler Finanz- und Währungspolitik und besonders Notenbankpolitik, weil ich damals also schon gesehen habe, dass das nicht gut gehen wird mit dem Euro. Vielleicht auch in dem Zusammenhang, ich habe also in den späten 90er Jahren in Frankfurt bei Reuters gearbeitet, war dort also auch mit der Einführung des Euro beschäftigt, das also journalistisch zu betreuen. Und mir fiel damals immer auf, wenn ich in die Bundesbank zu den Seminaren gegangen bin, hat man mir also im Seminar immer erklärt, wie toll das funktionieren wird, aber kaum ist die Pause gewesen, haben die gründlichen deutschen Beamten gesagt, off the record können wir nur sagen, das wird nicht funktionieren, weil ich nicht eine harte D-Mark mit einer schwachen Lira fusionieren kann und dann nachher immer noch behaupten kann, das ist dieselbe starke D-Mark. Ein bisschen kurz, ich habe meinen Vortrag genannt Euro, Teuro, Neuro. Wir werden dazu kommen, warum, aber jetzt sind wir bei der Stufe des Euro. Kurze Euro-Historie. Begonnen hat es 1999 mit der Einführung des Euro als Verrechnungswährung in der Eurozone. 2001, ich weiß nicht, war damals in Berlin zu Silvester und also eine Minute nach Mitternacht auch beim Bankomat angestellt, um mir die ersten Euro-Banknoten rauszuholen. Es ist dann an und für sich relativ gut gegangen. Wir müssen bedenken, das ist der Euro hat gegenüber dem Dollar mit einem Kurs von 0,80 angefangen. Sprich, für einen Euro habe ich 80 US-Cent bekommen. Mittlerweile ist der Euro wesentlich stärker. Wir sind jetzt bei 1,30 Dollar für einen Euro. Trotzdem aber erklärt uns die ganze Welt, dass der Euro eigentlich sehr schwach ist. Müsste ich dazu sagen, so bei 1,60 ist das höchste gewesen, ja. So gesehen ist es so, dass ich eher sehe, dass sich eine Schwäche des Euro mit einer Schwäche des Dollar abwechselt. Die älteste Währung, auf die ich ein bisschen später zu sprechen komme, Gold, hat gegen diese beiden Papierwährungen, die ungedeckt sind und nur auf dem Glauben basieren, dass ich den Schein, den ich heute also durch meine Arbeit verdiene, auch morgen wieder dieselbe Menge an Waren und Dienstleistungen bekommen kann. Wir haben 2008, es war so, mit der Einführung des Euro 2001 hat auch die Phase der niedrigsten Zinsen in der Geschichte überhaupt begonnen. Wir haben also in Deutschland beispielsweise in den 90er Jahren bei 10-jährigen Anleihen ein Renditeniveau von 7% gehabt. Im Moment sind wir bei 1,7%. Das ist der historisch niedrigste Tiefstand. Und wir haben jetzt 10 Jahre lang real negative Zinsen gehabt. Das heißt, wenn jemand wenn wir rechnen, Inflation, die EZB gibt zu 2% Inflation in den letzten 10 Jahren. Ich glaube, wir können alle feststellen bei unseren Ausgaben, etwa auch hier, dass das nicht stimmt. Die Preise haben sich eigentlich in den letzten 10 Jahren verdoppelt, was einer Inflationsrate von ungefähr 7,2% entspricht. Wir sind damit weit weg. Also jeder, der sein Geld jetzt auf die Bank trägt und dort 1 oder 2% Zinsen bekommt, ja, macht eigentlich pro Jahr einen realen Verlust von 5%. 2008 kam dann die erste Euro-Krise, wie wir eben plötzlich festgestellt haben, dass die amerikanische Immobilienkrise auch auf Europa übergeschlagen hat, weil die Amerikaner diese ganzen Schuldpapiere, die sie begeben haben und die eigentlich nichts wert waren, sehr erfolgreich an die europäischen Banken verkauft haben. 2008 hat sich die Konjunktur dann in Amerika abgeschwächt, eben dann hat diese ganze Immobilienblase ist geplatzt, seither fallen die Preise, die Leute fliegen aus ihren Häusern raus und die Hypotheken, die sie nicht mehr bedienen können, die aber zusammengebündelt wurden und an europäische Banken und Investoren verkauft wurden, sind eben auch ins Bodenlose gefallen. Seit 2008, wir sind jetzt mittlerweile im vierten Jahr der Krise, stelle ich eigentlich fest, die EU bewegt sich also im Rekordtempo im Stillstand. Wir hetzen von einem Krisengipfel zum anderen, ohne dass irgendetwas passiert. Wir sind jetzt so weit angekommen, dass mittlerweile eigentlich alle Experten, die auch noch vor einem halben Jahr gesagt haben, ja, das mit dem Euro werden wir schon in irgendeiner Form hinkriegen, dass die sagen, es ist nicht mehr zu machen, weil einfach die wirtschaftlichen und finanziellen Unterschiede zwischen den Ländern viel zu groß sind. Sie sind auch insofern viel zu groß, weil eigentlich nur mehr die Eurozone von der Stabilität der deutschen Wirtschaft getragen wird. Deutschland ist Exportweltmeister, wird diesen Rang auch nicht abgehen, aber alle anderen haben eigentlich verloren. Als Szenario für 2012 sind daher, im Moment, wir werden noch nicht sehen, in welche Richtung es geht, gibt es eigentlich 4 Punkte. Eine Auflösung der Eurozone mit einem entsprechenden Chaos, weil sich dann alle wieder auf ihre nationalen Währungen zurückgehen müssen.
Im Gespräch ist auch, dass man eine Euro-Kernzone schaffen wird, wo man also die besten Länder, die jetzt in der Eurozone sind, reinnehmen wird. Das wären Österreich, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und Finnland. Die dritte Variante, das ist die Variante, die immer noch von Frankreich und von Deutschland vor allem gepusht wird, ist eine EU-Fiskalintegration mit Abgabe der Budgetsouveränität an die EU, sprich ein EU-Finanzministerium, wo dann die nationalen Budgets vorgelegt werden müssen, aber die Entscheidung, welche Ausgaben in Österreich getroffen werden, liegen dann eben nicht mehr in Österreich, sondern liegt dann in Brüssel, beziehungsweise man muss es Brüssel vorschlagen und die müssen das erst abwinken. Nachdem wir bisher auch schon gesehen haben, je größer die Einheit, desto größer werden auch die Probleme, so wie auch in der EU oder der Eurozone, ist das ein Weg, den wir nicht gehen können. Dann gibt es noch eine vierte Variante, die ich als absolut katastrophal empfinde, das wäre der totalitäre europäische Stabilitätsmechanismus. Bitte, diesen Vertrag gibt es schon, der wurde also am 11. Juli dieses Jahres von den Finanzministern beschlossen, muss aber noch von den Parlamenten ratifiziert werden. Was ganz interessant ist, normalerweise alle Verträge in der EU liegen in 23 Sprachen vor, sodass es so wirklich zumindest die theoretische Möglichkeit für den Bürger besteht, sich das in seiner Landessprache durchzulesen. Den Vertrag für den ESM, der liegt nur in Englisch vor, also 97% der Europäer haben da eigentlich nicht wirklich die Chance, sich genau in das einzulesen, außer sie können eben Englisch. Und das Ganze soll durchgepusht werden. Jetzt ein bisschen eben die Euro-Krise, zu welchen Konsequenzen hat sie bis jetzt geführt? Wer ein bisschen den Wirtschaftsteil in den letzten Wochen verfolgt hat, merkt, dass vor allem die Zinskosten in die Höhe schießen. In Griechenland sind wir im Moment so, wenn Griechenland sich für ein Jahr Geld ausborgen möchte, müssen sie 300% Zinsen zahlen. Das ist das, was die Märkte wollen. Das ist einfach daher, weil die Märkte annehmen, dass Griechenland in Kürze pleite gehen wird. Bei 300% Zinsen, wenn ein Anleger denkt, er versucht immer zumindest wieder sein Investment reinzukriegen, muss dieses Spiel nur noch für 3 Monate gut gehen, dann hätte er, oder für 4 Monate, dann hätte er für 4 Monate ein Drittel dieser 300% Zinsen 100% kassiert und damit wäre das Geschäft für ihn also noch einmal gut gegangen. Aber das zeigt, wie problematisch es ist. In Österreich, wir haben uns immer als Insel der Seligen bezeichnet und sind immer gut im Fahrwasser der Deutschen geschwommen. Jetzt aber, wo plötzlich die Unterschiede in der Eurozone immer größer und immer leichter erkennbar werden, ja, schießen auch für uns die Zinskosten in die Höhe. Österreich hat eben die letzten 30 Jahre davon profitiert, dass wir eben so stark außenwirtschaftlich mit Deutschland verbunden sind und 65% des Außenhandels sind mit Deutschland. Und daher sind wir immer im Fahrwasser der Deutschen gelegen und die Zinskosten sind also ganz geringfügig über jenen der Deutschen gelegen. Das hat sich jetzt seit vergangener Woche geändert. Die Zinsen sind eigentlich innerhalb von einer Woche, Deutschland hat Zinsen von 1,80% und in Österreich sind sie von 2,20% auf 3,6% Zinsen am Sekundärmarkt gestiegen. Sekundärmarkt ist der Markt, wo die Anleihen dann von Anlegern wieder verkauft werden, nachdem sie einmal vom Staat begeben wurden. Dadurch wird sich auch der Spielraum der Regierungen weiter reduzieren. Und es ist das Problem, wir sehen alle, wir leben im Moment noch da, wir sagen, es muss gespart werden, aber es funktioniert nach dem Florians-Prinzip, am besten beim nächsten Sparen, aber nicht bei mir, weil bei uns sind ja alle Ausgaben gerechtfertigt. Es wird aber dadurch zwangsläufig, weil eben der Zinsendienst höher wird, das fehlt dann wieder in den Budgets der Länder für vernünftige Ausgaben, ne? Kommt es zu einer zwangsläufigen Ausgabenreduktion, während bestenfalls stagnierende Wirtschaft und steigende Arbeitslosigkeit eigentlich zum Gegensteuern durch vermehrte Staatsausgaben veranlassen sollten. Das ist nicht möglich, weil die keynesianistische Finanzpolitik in der EU nur das Defizit-Spending, nicht aber die andere Seite der Gleichung von John Maynard Keynes beachtet hat. Und die sagt nämlich, dass man in konjunkturellen guten Zeiten Rücklagen aufbauen muss, um eben dann, wenn die Konjunktur wieder runtergeht, damit gegensteuern zu können. Was wir gemacht haben in den letzten 10 Jahren war, wir haben uns immer mehr Kredite aufgenommen, es ist auch in den letzten 10 Jahren sehr gut gegangen. Dadurch, dass das Zinsniveau so niedrig war, wurde jeder Politiker verleitet, das auszunutzen. Es ist immer sofort eine Bank zur Stelle, die eben da auch sagt, bitte nimm das Geld, das ist so billig wird es nie wieder werden. Damit haben die Banken auch absolut recht. So billig wie die Zinsen bis vor einer Woche waren, so billig wird es nie wieder werden. In den 90er Jahren sind 10-jährige Zinsen eher bei den 7-8% gelegen, auch für Länder wie Österreich. Ich will jetzt nicht da auch noch auf den Inflationseinfluss auf die Zinsbildung eingehen, sonst wird es zu kompliziert. Aber generell kann man einfach sagen,
wir leben jetzt in Zeiten der niedrigsten Zinsen und das sind die schlechtesten Voraussetzungen, um die Wirtschaft wieder in normalen Weg in Gang zu bringen. Ja. Alle europäischen Regierungen haben nächstes Jahr einen enormen Refinanzierungsbedarf, sprich es werden alte Anleihen fällig und die Staaten müssen das refinanzieren, nachdem man ja kein Geld auf die Seite gelegt hat, sondern in den letzten Jahren die Defizite nur weiter aufgebaut hat, ja, müssen sie also das plus die Zinsen wieder durch die Begebung neuer Anleihen refinanzieren. Da steht aber jetzt auf der anderen Seite der Anleger immer mehr die Banken, die das im Eigenhandel eben einkaufen und nicht so sehr die Investoren eigentlich, aber auch Lebensversicherungen gehören auch dazu. Und die werden natürlich sagen, naja, die Zeiten sind unsicher, zu so wenig Zinsen sind wir nicht mehr bereit, das zu finanzieren. Ein Beispiel dazu nur, und das zeigt auch, wie weit wir in der Eurozone eigentlich schon am Ende des Euro sind, die Benchmark-Anleihe, also sprich die Referenzanleihe, an der sich alle anderen Anleihezinsen in Europa orientieren, ist die deutsche Bundesanleihe. Vor einem Monat also wurde bereits einmal die Emission nur zu 65% gezeichnet. Das war also zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg ein Fehlschlag in diesem Ausmaß, dass ein Drittel der Anleihe liegen blieb. Also sprich, wenn nicht einmal mehr die Deutschen, die wir immer noch als das beste Land wirtschaftlich in der Eurozone ansehen, wenn nicht einmal mehr die das Kapital auftreiben können, sehe ich eigentlich ganz schwarz, wie das im kommenden Jahr für alle anderen Länder wird, die also eben größere Probleme haben, weil 300% Zinsen wird niemand langfristig finanzieren können. Der Teufelskreis aus sinkenden Staatseinnahmen wegen Rezession bei gleichzeitiger Erhöhung der Sozialausgaben und der Zinszahlungen ist nur eigentlich durch Sparen zu durchbrechen. Da sind wir jetzt wieder genau bei dem Problem. Es besteht eigentlich ein öffentlicher Konsens, man soll sparen. Wenn ich aber dann mit den einzelnen Interessensgruppen spreche, sagen die, na bei uns ist es unmöglich, in der Wissenschaft, in der Kultur, wo auch immer, in der Bildung und so weiter, spart's doch beim anderen. Dort sehen wir so viel, nur dort hört man dasselbe genau wieder. Zu den Zinsen, was uns das Ganze kostet, ich bin seit 17 Uhr hier, wir sind jetzt haben Viertel neun im Moment, das sind dreieinviertel Stunden. In dieser Zeit ist die österreichische Staatsschuld wieder um ungefähr 3,25 Millionen Euro angewachsen, weil allein der Zinsendienst derzeit ungefähr 1 Million Euro pro Stunde beträgt. Ja? Das sind 7% des Budgets, werden mittlerweile nur für Zinszahlungen aufgewendet. Wir haben ein Budget in Österreich von Hausnummer irgendwo bei den 160, 170 Milliarden. Ja. Wenn wir da nur ein bisschen was einsparen könnten, dann wäre die Bildungsmilliarde überhaupt kein Problem, dann hätte man auch weiterhin keine Probleme im Gesundheitssektor. Pensionssektor lasse ich jetzt außen vor, das sind eigene Probleme. Jetzt ist die Frage, alle stehen da, haben kein Geld, wollen aber natürlich den Wohlstand, den wir hier in Europa haben, weiterfinanzieren und also die Politiker Angst haben, dass sie ja sonst eben abgewählt werden, wenn einmal wieder eine nächste Wahl kommt. Das Problem ist nur, Geld ist keines da. Im Moment wird ein Schattenboxen über den europäischen Finanzstabilitätsfonds, zu kurz EFSF, durchgeführt. Wir lesen also jeden Tag in der Zeitung, dieser Fonds soll ein Volumen von 440 Milliarden haben. Ja. Die Verhandlungen darüber kommen eigentlich seit dem 20.10.2010 nicht vom Fleck. Das Problem ist nämlich hier, und das ist wieder Zentralbankmagie, auf die ich noch ein bisschen später komme, ist, wir nehmen 440 Milliarden, die wir eigentlich nicht haben, weil kein Land Überschüsse hat. Es kann niemand ins Säckel greifen und sagen, ja, da habe ich noch ein paar Milliarden und so kommen dann die 17 Eurozone-Länder auf die 440 Milliarden. Und dann wollte man dieses Teil hebeln. Ja? Der Hebel, kennen wir alle aus der Physik heraus, ist ein sehr schönes Ding in der Physik, aber nicht in der Mathematik, weil er einfach dazu führt, dass hier wirklich unbegrenzte Möglichkeiten der Verschuldung und der Verluste eröffnet werden. Nachdem also jetzt sich über das Wochenende auch ergeben hat, dass also dieser EFSF es ihm nicht gelingen wird, aus diesen 440 Milliarden ein Volumen von mindestens 1 Billion zu machen, bitte, Billion kann sich keiner mal vorstellen, ein Freund von mir hat auch immer gesagt, wir haben Hyperinflation, sobald wir in die Billionen kommen, weil Zählen braucht man dann nicht mehr, das kann sich niemand mehr vorstellen. Daraufhin also gibt es jetzt die zweite Variante und das ist diese teuflische Variante des geplanten europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM. Er soll 80 Milliarden Grundkapital bekommen. Jetzt ist die Frage nur, wo nehmen wir das her? Es dürfte relativ schwer sein. Das zeigt sich an dem Indiz, dass die Eurozone-Länder auch das Grundkapital der EZB verdoppeln wollten. Die EZB ist eigentlich ein Schema, so wie es Mindel European Land gewesen ist, also ein leicht betrügerisches Schema.
das bisher eingezahlte Grundkapital von 5,7 Milliarden Euro ist von den einzelnen Ländern nur zum Teil bisher einbezahlt. Und jetzt ist man hergegangen und wollte, um eben die Kapitalquote der EZB einigermaßen wieder in einen akzeptablen Bereich zu bekommen, auf 11 Milliarden verdoppeln. Bisher hat kein Land eingezahlt, bisher ist auch die erste Tranche nicht vollkommen bezahlt worden. Und daher sind diese Fantastereien über einen EFSF mit 440 Milliarden, den man dann auf 1 Billion oder auch 2 Billionen, im Gespräch sind auch schon 3 Billionen gewesen, wir sind ja da nicht kleinlich, wenn es um das Geld der anderen geht, das sind alles Zahlen, die immer aus Brüssel kommen oder aus den jeweiligen nationalen Regierungen, funktioniert nicht. Wenn also es nicht einmal gelingt, die 6 Milliarden aufzutreiben, ist für mich sehr fraglich, wo bekomme ich die 80 Milliarden für diesen europäischen Stabilitätsmechanismus her, beziehungsweise die 440 Milliarden für den EFSF. Jetzt überlegt man halt weitere Wege. Es ist in den letzten Tagen im Gespräch der Eurobond. Was ist der Eurobond? Nichts anderes als eigentlich eine kommunale Schuldverschreibung ganz Europas, wo die Risiken aller Länder eingepreist werden. Und hat gedacht, über diese Weise kann man zumindest Länder wie Griechenland ein bisschen abfedern, dass die nicht um 300% sich das Geld ausborgen müssen, sondern dass wir vielleicht doch wieder in den einstelligen Bereich runterkommen und die um 6, 7, 8% ihr Geld bekommen. Das sind relativ normale Zinssätze, wenn dann beispielsweise so Äußerungen aus Italien kommen, wir haben die 7%-Grenze bei den Zinsen überschritten und das ist jetzt das absolute Armageddon, zeigt uns schon, also wie wenig Spielraum in den Ländern eigentlich vorhanden ist, wenn die Zinsen ansteigen. Sie werden es nächstes Jahr tun und es wird daher zu dem Punkt kommen, bei Griechenland, Griechenland hat im Moment, also Stand heute, noch für 18 Tage Liquidität. Wenn die nicht das nächste Geldpaket vom Währungsfonds oder von der EZB bekommen, heißt das so viel wie ab Mitte Dezember, kann Griechenland also seine Ausgaben nicht mehr bedienen. Es gibt in den Spitälern mittlerweile jetzt schon keine Medikamente mehr. Wer etwas vom Arzt braucht, muss, das war vorher angeblich auch nicht anders, also mit dem Kuvert kommen, sich seine Medikamente zahlen etc. Das ist das Ende des Sozialstaats, es bedeutet auch, dass die Arbeitslosen dann kein Geld bekommen, dass der öffentliche Dienst kein Geld bekommt und dass die Pensionisten kein Geld bekommen. Da sind wir dann schon recht nahe an dem Szenario dran, 3 fehlende Hauptmahlzeiten sind der Unterschied zwischen Zivilisation und Anarchie. Jetzt hat man eben gesagt, Diskussionen über die solidarische Haftung für Euro-Anleihen veranlassen jetzt Deutschland, über einen neuen Eurozone-Vertrag zu verhandeln. Ja. Wenn ich daran denke, wie schwer es war, den Vertrag von Lissabon durchzukriegen, in Österreich durften wir darüber nicht abstimmen, in England auch nicht. Die Franzosen hat man so lange abstimmen lassen, bis sie ihr Ja dazu gegeben haben. Die Niederländer hat man so lange dazu abstimmen lassen, bis sie ihr Ja dazu gegeben haben. Und in den anderen Ländern drückt man sich ja so um Volksreferenden herum, weil halt im Moment die Stimmung eindeutig anti-EU ist und es so oder so eine Denkzettelwahl werden würde. Es ist auch Österreich und seit gestern hat sich auch Finnland gegen diese Euro-Bonds oder Euro-Anleihen ausgesprochen, weil die Zinskosten für die noch gut dastehenden Länder, und zu denen gehören wir auch, sich dadurch erheblich erhöhen werden. Wir geben im Moment 9 Milliarden Euro für die Zinsen aus, wenn wir also jetzt ein Drittel mehr zahlen, wären das wieder 3 Milliarden mehr, wären schon 12 Milliarden, womit wir dann also schon irgendwo an der 8%-Marke kratzen, sprich wir geben 8% unseres Staatshaushalts nur mehr für den Schuldendienst aus. Wir stehen damit immer noch nicht so schlecht da. Die Deutschen haben also schon Anfang dieses Millenniums bis zu 15% für den Schuldendienst ausgegeben. In absoluten Zahlen ist es aber halt doch so, mit den 3 Milliarden, wie gesagt, da wäre wieder einmal die Bildungsmilliarde drinnen, da wäre wieder was für den Wissenschaftssektor drinnen und da wäre wieder was für den Gesundheitssektor drinnen, beziehungsweise auch, dass wir die Unterdeckung im ASVG-Bereich noch für einige Zeit problemlos finanzieren könnten. Während die EU-Politiker mittlerweile seit 3 Jahren von einem Krisengipfel zum nächsten chatten, in den vergangenen 3 Monaten gab es 22 dieser Krisenmeetings, die alle, also zumindest vom Speiseplan her, recht interessant sind, da würde ich auch noch zu weiteren Krisenmeetings fahren. Sonst passiert aber nicht viel, wir merken immer nur,
zwischen Deutschland und Frankreich geht es nicht. Ganz einfach, Deutschland steht sehr gut da, Franzosen sind die nächsten Rezessions- oder eigentlich Crash-Kandidaten, weil die eben so ein großes Exposure gegenüber Griechenland und Italien haben. Wenn es in den Ländern bergab geht, bringt es Probleme für die französischen Banken und damit schlittert dann Frankreich in die Rezession. Das ist auch der Grund, warum das Sarkozy versucht, mit allen Mitteln auf gleicher Höhe mit Merkel zu bleiben. Also der Plan was not intended jetzt. Und der will aber weiterhin so dastehen. Effektiv ist es aber so, dass also jetzt auch am Freitag es große Aufregung gegeben hat, weil ausgerechnet die in französischem Besitz stehende Ratingagentur Fitch, das ist also die drittgrößte der Ratingagentur, zum ersten Mal angekündigt hat, dass sie Frankreich wahrscheinlich herunterstufen werden. Damit fällt ein weiteres Land aus dieser Kern-Eurozone raus und die Zinsen werden in der Eurozone wieder teurer. Es gibt immer welche, die uns weiteres Papiergeld in den Sack stecken wollen. In dem Fall ist es der IWF. Es ist jetzt über Nacht die Meldung gekommen, dass der IWF ein Italien-Paket schnüren möchte und also eine Zahl dafür oder eine Hausnummer, nennen wir es mal so, weil diese Zahlen ändern sich um 100, 200, 300 Milliarden pro Tag ganz leicht. Beispielsweise, wie das also angefangen hat bei Griechenland. Heuer die Diskussion begann bei 28 Milliarden und ungefähr zwei Wochen später sind wir dann bei der tatsächlichen Zahl von über 100 Milliarden Euro gewesen. Zeigt auch ein bisschen, dass niemand in der EU wirklich einen Überblick hat, wie schlimm es ausschaut. Man muss auch immer bedenken, geht auch schwer, weil die Regierung in Griechenland, der Herr Papademos, der dort eingesetzt wurde, um eine Expertenregierung zu machen, möchte auch darauf hinweisen, die Demokratie verschwindet überall. Wir haben Expertenregierungen in Italien jetzt unter dem Herrn Monti, auch noch unter Anfeuerung der EU, wo der Präsident Van Rompuy sagt, Wahlen sind jetzt nicht wichtig, jetzt müssen Reformen kommen. Und schon sitzt also ein Goldman Sachs-Mann an der Spitze der italienischen Regierung. Ein Goldman Sachs-Mann sitzt mittlerweile an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Und der Herr Papademos, der in Griechenland regiert, der war also bei Goldman Sachs nicht direkt beschäftigt, aber ist ein Konsulent dieses Unternehmens. Goldman Sachs ist also die größte amerikanische Investmentbank, die immer auf der richtigen Seite stehen, weil sie halt mit der amerikanischen Regierung zusammenspielen. Die haben auch noch gleich einen weiteren starken Vertreter in Europa, auch der amerikanische Botschafter in Deutschland ist ein Mann, der 23 Jahre bei Goldman Sachs gearbeitet hat. Also wir sehen da eigentlich eine Kolonisierung Europas durch Goldman Sachs. Ja. Und wenn eben Goldman Sachs hat auch Einfluss auf den IWF und die sagen halt, wir machen diese 600 Milliarden für Italien. Darin zeigt sich der ganze Wahnsinn, wenn zuerst dieser europäische Stabilitätsfonds, ja, wo wir gesagt haben, 440 Milliarden, um alles zu retten, und jetzt kommt hier ein neuer Vorschlag mit 600 Milliarden, die wir alleine für Italien brauchen, um das zu retten. Also es wird zu sehen sein, wie das in dieser Richtung weitergeht bei den anderen Ländern. Es gibt in der ganzen Eurozone nur ein einziges Land mit einem ausgeglichenen Haushalt, das ist das kleine Luxemburg. Expertenregierungen habe ich eben schon angesprochen, in Griechenland und in Italien. Wir haben handlungsunfähige Regierungen in Österreich. In der österreichischen Regierung wird überhaupt nichts weitergehen, weil sich alle vor einem Koalitionsbruch fürchten, weil dann natürlich der Strache das Protestpotenzial abräumen möchte. In dem Zusammenhang möchte ich eben sagen, dass ich daher auch so auf dieses Thema bin, dass sich da die Piraten einbringen müssten. Weil ich sehe, das ist das Thema nur mehr, wo immer ich hingehe, es wird nur mehr über die Wirtschaftskrise gesprochen, auch weil es die Leute jetzt schon langsam am eigenen Leib merken. Wir haben 10 Jahre lang eigentlich keine Reallohnsteigerung gehabt, aber die Preise haben sich verdoppelt. Also es ist eine Verarmung in diesem Land im Gange. Letzte Woche im Mittagsjournal, 1 Million Österreicher haben Probleme, ihre Wohnung ausreichend zu heizen oder sparen bei anderen Dingen ein. Und ich höre das also von allen Seiten. Die Leute sind einfach überstreckt von den Finanzen her, wie es weiter nicht geht und können das im Moment noch durchhalten, weil sie sehr günstige Refinanzierungen bei den Banken kriegen. Ja. Dieses Angebot des IWF, die meisten werden wahrscheinlich eher ein bisschen über den IWF schon wissen. Der IWF hat immer nur einen Selbstzweck, nämlich also die Macht auszudehnen. Alle Hilfsmaßnahmen des IWFs enthalten immer die Kontrolle der jeweiligen nationalen Budgets und sind mit Auflagen verbunden, die primär auf eine Kürzung der Sozialausgaben und andere Austeritätsmaßnahmen, Privatisierungen, Verkleinerungen im öffentlichen Dienst und dann eben sparen im Bildungs- und Gesundheitssektor. Dort geht es immer am leichtesten zu sparen, die können sich am wenigsten dagegen wehren, hinauslaufen.
Wie wir sehen, nur das funktioniert jetzt schon in Griechenland nicht. Ja, eben wie zuerst erwähnt, den Gesundheitsdienst, der ist also schon zu Tode gespart. Es gibt nichts mehr in den Spitälern an Medikamenten, man muss sich das selber zahlen. Die Regierung in Griechenland soll bescheidene 30 Milliarden Euro durch Privatisierungen hereinkriegen, alleine in diesem Jahr 2012 oder bis Ende 2012. Ich glaube nicht, dass das ganz funktionieren wird. Bisher wurde nur die staatliche Telekom-Gesellschaft verkauft, zum Schleuderpreis von 386 Millionen Euro. Das sind ungefähr 1,2 oder 1,3% des Volumens, das Griechenland eigentlich auftreiben muss, ist eigentlich vollkommen surreal. Ich habe mir ein bisschen die Liste angeschaut. Gab es eine Tochterfirma von Goldman Sachs, hat das gekauft? Nein, es wird sicher von einer Bank finanziert worden sein. Ich weiß jetzt nicht, wer der Käufer also dieser Gesellschaft gewesen ist. Ich nehme an, es war ein anderes Telekom-Unternehmen. Ne? Ich habe mir die Privatisierungsliste in Griechenland angeschaut. Wer ein großes Boot hat, möge zuschlagen. Es stehen 390 Häfen zum Verkauf, ja, und. Also viele Infrastruktureinrichtungen, die eigentlich nicht wirklich, glaube ich, einen Abnehmer finden werden. Vor allem in einer Situation, wo wir ja sehen können, der Tourismus wird zurückgehen und also die Tavernen in Griechenland stehen wahrscheinlich diesen Sommer schon leer. Die Griechen verkaufen ihre Boote, weil sie jetzt Angst vor dem Finanzamt haben, weil die eben mit Satellitenaufnahmen schauen, wo die Boote sind und so auf die Eigner drauf kommen und die also erhebliche Steuernachzahlungen zu erwarten haben. Kannst du bei Global Warming, ne? Bus verkaufen? Herr Bus verkaufen, Global Warming, schlechte Idee, oder? Umweltgründe, genau. Ja. Die Stimuli, um die Wirtschaft in Europa wieder anzukurbeln, die traditionellen Stimuli sind immer also drei Stimuli. Der fiskalische Stimulus, sprich etwas also über die Steuern zu machen. Der Ausgabenstimulus, eben durch verstärkte Staatsausgaben wieder die Wirtschaft anzukurbeln. Oder den Zinsstimulus. In dieser Reihenfolge, der fiskalische Stimulus, Steuersenkungen, ist zurzeit nicht ohne große Steuerreform mit Annäherung der Steuersätze für Kapital- und Arbeitseinkommen möglich. Ich meine, da ist irgendwo immer noch die große Ungerechtigkeit in Österreich da. Ich sage das also als eine Zeit lang positiv Betroffener, als Spekulant habe ich 25% Kapitalertragssteuer gezahlt und keinen Groschen mehr. So ist es. Würde ich dieselbe Zeit im Büro sitzen und mein Geld mit einer redlichen Arbeit verdienen, müsste ich 50% drauf zahlen, plus meiner Sozialabgaben. Ne? Da ist also viel drinnen. Ich mag jetzt in das Thema Steuern nicht hineingehen, wo ich auch meine Ideen dazu habe, aber das ist was anderes. Ich möchte jetzt dann bei dem Überblick bleiben. Ne? Ausgabenstimulus ist nicht möglich. Ich meine, wir sehen es in den heutigen Schlagzeilen der Sonntagszeitungen. Factor will weitere 3 Milliarden Euro einsparen, um irgendwie das Budget hinzukriegen. Auch diese Schlagzeile hat sich schon wieder überholt. Jetzt am Nachmittag gab es schon wieder auf der Standard-Webseite oder so, also Gerüchte, dass die Regierung das Budget 2012 erneut aufschnüren wird, weil so wie in Italien es auch immer so läuft, unter der Woche während der Börsenhandelszeit verkünden die Regierungen Sparpakete, dann kommen die Interessensgruppen daher und sagen, aber nicht bei mir, nach dem Florians-Prinzip, such doch beim anderen Geld zum Einsparen. Ja. Und dann werden am Abend diese Austeritäts- oder Sparmaßnahmen wieder zurückgenommen. Ja. Das läuft bei uns auch nicht anders, aufgrund einer Gott sei Dank immer noch starken Sozialpartnerschaft, die wir in Österreich haben und die ich also auch nicht vermissen möchte. Zum Zinsstimulus habe ich zuerst schon einmal angefügt, wir sind auf dem historisch niedrigsten Niveau der Zinsen. Der EZB-Leitzins liegt im Moment bei 1,25%. Dazu muss man sagen, klar, die EZB könnte jetzt den Zins auch noch so wie die Amerikaner auf nahe Null runternehmen. In Amerika werden seit 2 oder 3 Jahren Zinsen zwischen 0 bis 0,25% von der Federal Reserve zur Verfügung gestellt. Wir hätten da noch ein bisschen Platz nach unten. Ja. So ein Zinsstimulus wirkt nur, wenn auch ein gewisser Optimismus und eine gewisse Planungssicherheit da ist. Wenn Unternehmer nicht wissen, in welchen Währungen sie im kommenden Jahr oder wer weiß, vielleicht noch gleich nach Weihnachten oder in 3 Monaten fakturieren werden, ja, halten sie sich mit Investitionen, Erweiterungsausgaben etc. zurück. Also von der Seite her schauen wir sehr schlecht aus. Das globale Umfeld, ja, ich bin sehr pessimistisch, aber ich will eigentlich nicht den Pessimismus verbreiten, sondern ein bisschen Realismus unter die Leute bringen. Das globale Umfeld schaut nach wie vor schrecklich aus. Alle Industrienationen werden bis 2016 ihre Schuldenstände weiter ausweiten, von derzeit rund 70% des Bruttoinlandsprodukts, zu kurz BIP,
auf im günstigsten Fall 120%. Das sind jetzt Zahlen für die Eurozone, das sind Zahlen aus dem Monatsbericht der Europäischen Zentralbank. Also das sind nicht die Pessimisten, sondern das sind eigentlich die Optimistenzahlen. Diese Zahl von 120% Schulden zum Bruttoinlandsprodukt sind nicht mehr finanzierbar, vor allem wenn die Zinsen ansteigen. Wie gesagt, wir sind jetzt auch mit 3,5 oder 3,6% in Österreich noch immer bei der Hälfte des langfristigen Zinsniveaus. Sprich, wenn wir wieder 7% zahlen, erhöht sich allein der Zinsendienst aus dem Rahmen des Budgets auf 24 Milliarden Euro dann. Ja, wir sind jetzt bei 7 Milliarden Euro. Das sind eben dann 17 Milliarden Euro, die wieder fehlen werden. Ja, das kann sich einfach nicht ausgehen, braucht man nur die vier Grundrechnungsarten dazu. Was machen jetzt die Regierungen? Es gibt eine weltweite Monetisierung der Schulden, die zu Hyperinflation führen wird. Jetzt Monetisierung ist ganz einfach. Ein Staat möchte eben, so wie die Deutschen, 5 Milliarden oder 10 Milliarden, um es einfach zu machen, einer Anleihe begeben. Die Investoren kaufen aber nur mehr, sagen wir jetzt, also so wie das letzte Beispiel war, 2/3 dieser Emission auf und der Rest verbleibt. Da springt dann jetzt eben die lokale Notenbank ein, sprich die Deutsche Bundesbank, und geht her und kauft die restlichen 3,5 oder 4 Milliarden auf und nimmt sie in ihre Bücher hinein mit Geld, das sie aber eigentlich auch wieder nur selbst gedruckt hat, beziehungsweise die Schaffung des Geldes wurde an die EZB vergeben, aber die EZB schafft dieses Geld, gibt es weiter an die Bundesbank und die kauft damit die Anleihen. Das ist so Papier gegen Papier, innerer Wert ist auf beiden Seiten nicht da. Das ist generell das Problem bei allen Finanzkontrakten, sie sind immer nur das wert, was die Gegenseite oder die Käuferseite bereit ist, dafür zu zahlen, sobald man einmal so etwas entworfen hat. Es ist so daher für die kommende Zeit, und das gebe ich jetzt wirklich allen mit, sparen, anfangen, wo es nur geht, Fixkosten runterschrauben und vor allem, also wer immer etwas in puncto Selbstversorgung bei Energie machen kann, mit Solarpanels oder sonst was, da sind die stärksten Steigerungen. Die Preissteigerungen sind logisch nicht nachzuvollziehen. Beispielsweise, wir haben jetzt in Wien wieder eine Erhöhung bei den Erdgaspreisen gehabt. Ich finde das sehr interessant. Vor 3 Jahren ist der Erdgaspreis bei 12 Dollar gelegen. Jetzt liegt er bei 4 Dollar, aber in den letzten 3 Jahren hat die Energie Wien die Preise jedes Jahr angehoben. Also da stimmt auch etwas nicht. Das sind auch so Themen, deren man sich eigentlich einmal politisch annehmen müsste. Und das tut natürlich keine Partei bisher. Es ist, ich meine, das besonders drastische Beispiel, wie Hyperinflation ausschaut, ist Weißrussland. Die haben eben eine Abwertung der Währung über ein Wochenende um 50% gehabt. Sprich, du gehst am Samstag nach Hause, gehst am Montag wieder einkaufen und kannst mit dem, was du in der Brieftasche hast, noch exakt die Hälfte dessen einkaufen, was du noch am Freitag einkaufen kannst. Ja. Zu welcher Massenverarmung das führt, ist klar, weil ich glaube, niemand von uns, auch nicht einmal die Gutverdiener in Österreich, also könnten plötzlich mit einer Verdoppelung ihrer Lebenshaltungskosten leben. Kleines Detail dazu, ich habe da unlängst mit jemandem aus einer Leasinggesellschaft gesprochen und der hat gesagt, also du, egal ob die Leute 2.000 oder 8.000 Euro netto Haushaltseinkommen haben, die Einkommen sind zu 95% verplant, und der sagt daher, wenn die Leasingzinsen oder das Zinsniveau um 2 bis 3 Prozentpunkte steigt, wir damit immer noch unter dem langfristigen Durchschnitt liegen, ja, sind diese Leute weg vom Fenster. Ja. Das wird dann die Zeit sein, wo es wieder sehr günstig sein wird, eben Assets wie Immobilien und Autos zu erwerben, weil die Leasingautos und die Kreditimmobilien kommen dann wieder auf den Markt, weil es halt zwangsversteigert wird beziehungsweise die Leute eben von diesen Lebensstandards runter müssen. Ja. Dazu kommen in Europa noch 3 im Moment eigentlich unüberwindliche Probleme. Das ist die demografische Entwicklung. Also in Österreich ist es besonders krass und in Deutschland auch, der Anteil der über 60-Jährigen. Wir haben immer mehr für Pensionszahlungen auszugeben und man darf dabei in dem Zusammenhang vor allem nicht vergessen, als unser Pensionssystem angefangen hat, kamen auf einen Pensionisten 5,5 Beitragszahler. Jetzt sind wir im Moment bei 2,2 Beitragszahler für einen Pensionisten und das geht bis ins Jahr 2016 auf 1,8 hinunter. Dazu kommt aber ein weiteres Problem. Als unser Pensionssystem in dieser Form angefangen hat, war die durchschnittliche Lebenserwartung der Leute 65, 70 und man ging mit 60 die Frauen und mit 65 die Männer in Pension und hat halt dann noch 5 bis 10 Jahre Pension kassiert. Jetzt stehen wir aber mittlerweile also vor einem gesellschaftlichen Modell, will ich es eigentlich gar nicht bezeichnen, weil das hieße ja, dass man es gezielt konstruiert hätte, aber ich würde sagen, es ist eigentlich eher genau ein Scherbenhaufen, vor dem wir jetzt stehen, weil wir eine Lebenserwartung von 80 Jahren und darüber haben, die Leute aber
wie schaut es denn heutzutage aus? Ja, es ist, ich komme auf die Welt, ich gehe dann in den staatlich geförderten Kindergarten, ich gehe dann in die öffentliche Schule, ich fange dann also eben entweder ein Studium an, für das ich also im Moment noch relativ wenig zahle, ja, und gehe dann in einen Beruf. So ununterbrochene Berufskarrieren, wo die Leute aber also mit 15 oder 20 in einem Betrieb anfangen und dann mit 60 mit der goldenen Uhr nach 45 Dienstjahren in die Pension gehen, gibt es nicht mehr. So, Herr Steff, beginnt sich jetzt das Problem einfach zu stellen, dass wir 80 Jahre Leben haben. Ja? Die ersten 20 bis 25 Jahre zahlt der Staat dazu für unsere Ausbildung etc., die Körbe kriegen, gehen in überbetriebliche Bildungsmaßnahmen, dann alles, was das AMS ausgibt für Förderungen etc. Wir haben dann im Regelfall keine durchgehenden Dienstverhältnisse mehr. Die Leute sind in prekären Dienstverhältnissen. Das ist aus meiner Seite ein großes Problem seitens der Gewerkschaft, dass man das Ende der 90er Jahre zugelassen hat, diese prekären Dienstverhältnisse, weil mittlerweile die reguläre Anstellung eigentlich ein selten gewordenes Privileg ist. Da wird man sich was überlegen müssen, weil es nicht geht, dass aus 80 Jahren der Staat eigentlich 30, 40, 50 Jahre zuzahlt, aber man eigentlich nur mehr die Minderheit dieser Zeit aktiv als Beitragszahler geht. Geht ganz einfach nicht. Ja? Also wenn ich weniger einnehme, als ich ausgebe, geht sich das langfristig nicht aus. Das ist halt das Problem. Staaten hat man in den letzten 40 Jahren dieses Privileg zugestanden, mehr auszugeben, weil man sich gedacht hat, irgendwann wird es schon besser. Aber zurück noch einmal zu den drei unüberwindlichen Problemen Österreichs. Das zweite ist, wir haben keine Energie- und Rohstoffressourcen. Ja, also es kam da jetzt zwar vergangene Woche oder vor zwei Wochen dieser Schiefergasfund der ÖMV im Machfeld oder was. Fracking, also das ist unheimlich umweltbelastend und da kann ich mich auf der Linie anschließen, dass eine Ausbeutung dieser Reserven eigentlich nur zu einer weiteren Verschiebung der Entwicklung alternativer Energien führen könnte. Ich meine, ich sehe das sehr viel mit Nikola Tesla und Free Energy, das sind wir ein bisschen sehr weit voraus, weil die Welt immer noch von den Öl- und Pharmakonzernen regiert wird, aber da muss sich eben etwas tun lassen. Es gibt genügend Formen von Energie, die also billiger sind und wir müssen einfach aus dieser Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weg, weil wir da eben nur zukaufen können. Es ist auch genauso das Problem mit der Erdgasabhängigkeit an Russland. Die Russen haben zwar jetzt eine Pipeline eröffnet, die nicht mehr über Weißrussland oder die Ukraine führt und die direkt nach Deutschland reingeht. Und also eine zweite Pipeline soll ja auch noch also im Süden reinkommen. Ja. Aber wenn also schon bei der Eröffnung der Russe, wie das große Rad dieser Pipeline aufgedreht hat, wenn da schon der russische Vertreter gesagt hat, vertrauen Sie uns nur, ja, dann ist das immer das Schlimmste. Wir wissen alle, wenn es immer zum Punkt Trust Us kommt, dann kommt was Schlimmes. Und die Russen, sie sitzen damit wirklich jetzt an dem Rad, ja, wo sie unsere Zimmertemperatur bestimmen können, wenn sie wollen. Wir sind in Österreich noch relativ gut abgesichert. Wir haben also gesetzlich, ist das Land verpflichtet, eine Erdgasreserve für 3 Monate Bedarf zu halten. Also sprich, wir kämen über die schlimmste Zeit eines Winters mit Rationierungen und so drüber. Würde einigermaßen funktionieren. In anderen europäischen Ländern ist das nicht so. Also die Deutschen beispielsweise, da war nach 3 Tagen das Problem da, wie die Russen schon einmal, ich glaube das war Jahreswechsel 2007-2008, haben die kurz einmal die Lieferungen zurückgedreht mit dem Vorwand, dass die Ukraine oder Weißrussland sich so viel Erdgas gestohlen hätten. Und daher mussten sie diese Leitung zudrehen. Dritter Punkt ist dann wieder ein wirtschaftlicher Punkt. Wir haben immer noch, obwohl wir keine Reallohnsteigerungen mehr haben, aber weil eben auch so viele Lohnnebenkosten sind, die Arbeitgeber zu tragen haben, die wir nicht merken. Ich meine, also das ist, man kann immer sagen, das Bruttogehalt des Arbeitnehmers mal 1,6 sind dann die tatsächlichen Arbeitnehmerkosten. Also sprich, der Arbeitgeber zahlt noch einmal 60% mehr an den Staat weg und wir zahlen von unserem Gehalt auch wieder 40-50% in Form von Steuern und Sozialabgaben an den Staat weg. Da muss sich etwas tun und wir sind halt mit diesen hohen Lohnkosten, Österreich ist relativ, also steht technologiemäßig sehr gut da, wir haben sehr gute Kfz-Zulieferindustrie. Ich habe aber da jetzt am Freitag erst wieder bei einer Konferenz gehört, also dass da Firmen gibt, die haben jetzt bis zum Jahresende noch Aufträge und nachher ist es null, weil auch BMW in Steyr oder so, die fahren die Produktion zurück. Da sieht man es bei denen, dass der Anteil von den Dieselfahrzeugen, die in Europa so stark gewachsen sind, geht jetzt wieder zurück. Das ist einfach ein Anzeichen Rezession. Und Auto ist einmal ein Konjunkturmotor, und also weil so viel dran hängt mit der gesamten Zulieferindustrie und allem rundherum. Damit möchte ich jetzt ein bisschen schon in Richtung Grundsätzliches kommen. Eben, wir stehen wieder einmal da, dass wir Zetteln in unserer Brieftasche, oder ich habe sie im Hosensack, weil man mir schon so viele Brieftaschen gestohlen hat,
eingesteckt hat, von denen wir eben feststellen, sie kaufen lange nicht mehr das, was sie einmal getan haben. Wir wissen es alle, was man um 1000 Schilling, wie voll der Einkaufswagen früher gewesen ist. Na, und wenn ich heute mit 100 Euro gehe, ist er gerade halb voll, obwohl ich eigentlich dieselben Sachen kaufe oder sogar preisbewusster geworden bin. Daher komme ich jetzt auch hier zu meinem Lieblingsthema, wo ich auch sage, also das ist das Thema, das in Österreich mit einem religiösen Eifer diskutiert wird und also es sofort immer hochemotional wird. Ich bin ein Anhänger von einer goldgedeckten Währung, weil damit der Bestand an Geld einfach limitiert wird und das die einzige Möglichkeit ist, um die Politiker zu disziplinieren. Ein Politiker ist immer ein Zweckoptimist und der sagt, es wird schon besser und ich will meine Leute jetzt nicht hungern lassen, nehmen wir uns doch jetzt einen Kredit und es wird schon alles besser und dann zahlen wir das irgendwie in der Zukunft wieder zurück. So ist es halt nicht ganz. Wir haben mit dem Papiergeld ein Problem. Der französische Philosoph Voltaire hat sehr schön gesagt, jede Papierwährung kehrt irgendwann zu ihrem inneren Wert zurück und der ist genau null. Ja? So war es auch, wenn noch irgendjemand alte Bestände von deutschen Banknoten hat, Reichsmark oder eben noch aus den Vorweltkriegszeiten oder auch Nachkriegsweltzeiten, nicht einmal mehr bei irgendeinem Memorabilia- oder Antiquitätenhändler kriegt man Geld dafür. Für Goldmünzen, die haben nie ihren Wert verloren, aber Papiergeld wird nicht einmal mehr gerne gesammelt, wahrscheinlich auch deswegen, weil die Leute immer negative Erinnerungen damit verbinden, nämlich dass, ja, ja, eine Billion ist draufgestanden und kriegt habe ich dafür oder die Semmel in etwa und die waren da trocken. Ja. Und Stefan Zweig, mein österreichischer Lieblingsschriftsteller, hat auch einmal gesagt, früher war das Ganze viel einfacher in seinem Buch Die Welt von gestern, wo er also ja genau dieses prototypische Österreich beschreibt, dem alle kakanischen Anhänger in diesem Lande nachhängen, wobei wir alle wissen, es ist nicht so gewesen. Aber der hat damals gesagt, wenn man wissen wollte, wie vermögend man war, nahm man die Waage heraus und in Klammern, das hat er nicht mehr dazu gesagt, und legt halt sein Gold drauf. Und dann hat man gewusst, was man hat. Und auch zu Sozialsystemen, weil immer wieder so der Vergleich kommt mit den Deutschen und wie gut die Beamten dort leben und so weiter. Ja. Das deutsche Pensionsversicherungssystem, das also da unter Bismarck eingeführt wurde, ja, hat vorgesehen, dass die Beamten und nur die Beamten, also das galt nur für die Beamten damals, ja, ab 70 Jahren eine Pension bekommen. Nur die damalige Lebenserwartung lag bei 65 Jahren. Also der 70 wurde, das hat man sich noch leisten können, die paar Ausreißer. Ja. In der Geschichte der ungedeckten Papierwährungen, und das ist unser Euro auch zum Teil, die EZB hat eine Bilanzposition Notenbank Gold, die mittlerweile auch durch den Anstieg des Goldpreises und durch den Kursverlust bei den anderen sogenannten Papieren und Assets, die die EZB hat, mittlerweile die größte Reserveposition darstellt. Ja, also wir haben schon schon wieder teilweise eine Golddeckung im Euro. Weil in der Geschichte der ungedeckten Papierwährungen sind noch alle Papierwährungen ausnahmslos auf Null gefallen. Ja. Von den alten Währungen eben, Schilling kriegt man nichts mehr, D-Mark kriegt man nichts mehr, alte Frau etc. Und also so von den internationalen Währungen übergeblieben sind nur ein britisches Pfund, aber nur. Ein britisches Pfund ist jetzt ungefähr 1,2 Euro wert. Der Name Pound Sterling kam aber daher, weil das ein Kassenschein der Bank of England war, über ein Pfund Sterling Silber. Ja, also das ist ungefähr ein halber Kilo, 400 Gramm oder so ist das Silber in etwa. 400 Gramm Silber hat heute einen Wert von ungefähr 2,74. Ja, von circa 300 Euro wäre das etwa. Also man sieht auch, wie das auseinandergeht, weil früher stand ja auf den Banknoten drauf, dass ich zur Notenbank gehen kann und das wieder in richtiges Gold oder Silber, je nachdem wie das Währungssystem war, umtauschen konnte. Und es ist halt, Hyperinflation ist immer der bequemste Weg für eine Nation, sich aus den Schulden rauszustehlen, mehr oder weniger. Weil wenn ich das Geld entwerte, ja, der reale Wert des Geldes verfällt, aber die nominale Schuld bleibt bestehen, es kommt aber dadurch, dass der reale Wert des Geldes verfällt, wird mehr Geld gedruckt, mehr Geld geschöpft und ich kann die nominal gleichbleibenden Schulden, kann ich leichter zurückzahlen. Ein sehr schönes Beispiel ist, ich meine, das war ja auch die Entwicklung in Deutschland, wo kamen die Probleme in der Weimarer Republik her? Die Deutschen waren durch den Versailler Vertrag, der also 340 Punkte hatte und 314 Punkte ging es eigentlich nur darum, wie man Deutschland abstraft. Und das hat halt eben dann in Deutschland eben zu einer derartigen Rezession geführt, dass es nicht mehr möglich war. Und dann haben die Deutschen halt einfach angefangen, Geld zu drucken, weil in den Versailler Verträgen ja gestanden ist, rückzuzahlen sind diese Schulden in Reichsmark. Und die haben sich damit sehr problemlos eben entschuldet.
Es ist damals auch gut ausgegangen für alle anderen Schuldner, weil wenn sich jemand ein Haus gekauft hat, Ende 1920 und 7 Monate später hat er dieses Haus, also um 1% des realen Wertes, um das er es gekauft hat, ungefähr wieder hat er die Schulden zahlen können. Also da gingen wirklich Häuser um ein Butterbrot über den Tisch. Ja. Gold dagegen hat in fast 3000 Jahren, es ist die ältesten Münzen, das ist der lydische Löwe. Die Lydier haben uns auch andere Errungenschaften gebracht, von denen ich nicht so sicher bin, ob sie wirklich zivilisatorisch wichtig waren. Sie haben auch also das Geschäftslokal mit den Schaufenstern erfunden und das zweite war, dass sie ihre Töchter in die Prostitution verkauft haben. Aber das also mit der Goldmünze war vielleicht nicht so schlecht. Den lydischen Löwen, der eigentlich eine Elektronmischung ist. Elektron ist eine Zusammensetzung aus Silber und Gold, weil man das zur damaligen Zeit in der Raffinerie noch nicht trennen konnte. Diese Münzen haben also einen Materialwert von, ja, wird im Moment bei ungefähr 150 Euro oder so liegen, aber auf eBay oder also bei Münzauktionen gehen diese Münzen immer noch zwischen 1000 und 2000 Dollar, wechseln die Hand. Also man sieht eine 2800 Jahre alte Münze und die hat ihren Wert nicht verloren. Es schaut etwas besser aus, weil für so einen Nickel-Fünfer oder einen Alu-Schilling wird man dafür nicht so viel kriegen. Es ist auch sozusagen, Gold ist die einzige Anlageform, die nicht die Obligation, die Verpflichtung eines anderen ist. Ja, weil was immer ich habe, und das ist auch ein Hinweis, weil die Leute immer sagen, naja, im Sparbuch ist mein Geld sicher. Halt. Es ist nicht so, dass wenn ihr jetzt das Geld auf der Bank einzahlst, dass der Bankbeamte das nimmt und hinter sich in den Tresor legt. Nein. Mit der Einzahlung auf das Sparbuch oder auf das Konto, ja, geht ein formaler Eigentümerwechsel her, weil das nichts anderes ist, als dass ich der Bank einen informellen Kredit gewähre. Wenn es andersherum ist, machen wir die das komplizierter, da muss ich die Handprobe der Großmutter beibringen und also Bürgen und Sicherheiten und sonst was. Aber für die Bank reicht das einfach, sie gibt mir einen Spruch, da steht Sparbuch drauf und wir sind alle glücklich, aber eigentlich fürchterlich irregeführt. Ja. Das Geld liegt nicht in der Bank, das Geld fließt sofort wieder raus und im Moment rennt das bei den Banken nur mehr in hochspekulative Geschäfte hinein, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie die sich noch irgendwie vor der Pleite retten können, dass solche spekulativen Geschäfte aufgehen. Die Erfahrung zeigt, ist, wenn immer jemand versucht hat, durch Aufdoppeln seine finanzielle Situation im Glücksspiel, und das ist das, was an den Märkten heutzutage stattfindet, zu verbessern, ist es immer schiefgegangen. Private und Unternehmen können sich nur sehr bedingt weiter verschulden, wenn sie negativ bilanzieren. Also wenn einer von uns 2 Jahre lang kein Einkommen bei der Bank bringt, oder so lang muss es gar nicht sein, nur ein paar Monate, dann wird die Bank sagen, naja, eigentlich, wir stellen ihre Schulden fällig und es ist uns relativ wurscht. Nur der Staat, weil ja der Staat uns als Steuerzahler als ständige und zuverlässige Einnahmequelle hat, dermen wurde es halt in den letzten 40 Jahren, seit dem Ende des Goldstandards wurden die Staaten von dieser Regel ausgenommen und darum sind wir jetzt eigentlich auch genau dort, wo wir nicht hinkommen wollten. Es ist einfach nicht logisch, ja, weil ein Staat, der laufende Ausgaben durch die Neuaufnahmen von Schulden abdeckt, erreicht den Point of No Return derzeit bei etwa 90% Schuldenquote im Verhältnis zum BIP. Ja. Da sagt man ungefähr bei den 90%, da ist es vorbei, weil ab dann die Zinsen so rasch zuwachsen dazu, zur ursprünglichen Schuld, dass es eigentlich nur in höhere Verschuldung laufen kann. Und das ist aber jetzt schon bei dem derzeit aktuell niedrigen Zinsniveau. Wenn sich die Zinsen verdoppeln, und da sind wir dann immer noch in einem niedrigen Bereich, ja, geht diese Schwelle natürlich ordentlich runter. Jegliche Neuverschuldung verringert damit den Spielraum für gestaltende Maßnahmen im Land, weil immer mehr Geld für den Zinsendienst draufgeht. Ich habe es eben zuerst schon einmal gesagt, im Moment sind es rund 9 Milliarden pro anno und würden wir aber jetzt also wirklich zu diesen Eurobonds im Rahmen des Europäischen Finanzstabilitätsfonds kommen, ja, werden wir plötzlich bei 12 Milliarden nur Zinsendienst. Ja. Und Zinsen zu zahlen ist immer die nutzloseste Verschwendung von Kapital, wird aber eine Weile noch weitergehen, weil wir nicht die Zinsen auf Null stellen können. Zinsen für öffentliche Schulden sind zugleich auch die effizienteste Form der Umverteilung von ganz unten nach oben. Weil es ist so, die Anleihen werden ja eben von den Vermögenden gekauft, das ist eben die Oberschicht, die Zinsen zahlen aber die Steuerzahler, das sind alle anderen. Also die haben proportional einen Vorteil daran. Gleich danach folgen Steuerabschreibungen,
die einen Umverteilungseffekt von der Mittelklasse nach oben bewirken, weil sie so Steuerabschreibungen kann ich eben nur dann in Anspruch nehmen, wenn ich eben genügend Mittel zur Verfügung habe, wenn ich genügend Jahresüberschuss habe, um das wieder in steuerschonende Anlagen zu investieren. Die ideologische Frage Schulden machen oder nicht stellt sich jetzt angesichts der aktuellen Schuldenstände, Budgetdefizite und kommenden hohen Refinanzierungen nicht. Würden wir jetzt hergehen und einfach sagen, Österreich zahlt seine Schulden nicht, wäre das zwar im Moment sehr bequem, weil damit die Schulden auf Null wären, nur gäbe es dann eine sehr verärgerte internationale Anlegergemeinde und wenn wir also dann, um weitere Konjunkturprogramme zu machen, bitte? Okay. Wenn wir dann weitere Konjunkturprogramme machen und eine Anleihe begeben, dann wird uns das passieren, was auch Deutschland passiert, es wird keiner diese Anleihe kaufen. Schönes Beispiel ist immer, es gab einmal diesen Wiener Spekulanten, den André Kostolany, der also schon die Börsenkrise in den 20er Jahren miterlebt hat und der eben immer gesagt hat, Staaten werden sich nie so entschulden, dass sie einfach sagen, sie zahlen nichts mehr, weil dann können sie sich nicht wieder neu verschulden. Also es wird immer irgendeine Lösung getroffen. Der Herr Kostolany hat auch Geld damit verdient. Der einzige Staat, der bisher seine Schulden dezidiert nicht zurückgezahlt hat, war das zaristische Russland, was dann also der Zahnfamilie auch das Leben gekostet hat, weil sie die Gläubiger einfach umgebracht haben. Zumindest geht das so und macht Theorien, denen ich eigentlich relativ viel Gewicht schenke. Und es gab daher auch, wie die Russen dann 1990 wieder auf den westlichen Kapitalmarkt wollten, nach dem Ende der Sowjetunion, war als erstes einmal das zaristische Anleihen, die seit 1917 immer noch an der Pariser Börse gehandelt wurden, aber mit einem Abschlag von 95% oder so, ist eben der Kostolany hat da sehr viel Geld verdient, weil der hat die zu einem Kurs von 5 gekauft und zu einem Kurs von 45 verkauft, weil eben da Gespräche waren, dass irgendeine Lösung getroffen werden muss, wie diese Anleihen zuerst zu tilgen sind, bevor man Russland also wieder neues Geld in die Tasche gibt. Ja. Praktikabel ist daher lediglich eine Verlangsamung der Neuverschuldung. Ja. Anders wird es nicht gehen, weil wenn wir jetzt sozusagen hergehen und sagen, okay, wir sparen einfach an allen Ecken und Enden, dann rennt die Konjunktur auch runter. Österreich hat eine Staatsquote von 52%, heißt so viel wie von 100 Euro, gibt 52 Euro der Staat aus. Ja. Mit unserem öffentlichen Dienst und so können wir sagen, dass dadurch eigentlich irgendwo zwei Drittel der Österreicher hängen in irgendeiner Weise vom Staat ab. Ja. Ist also für einen Sozialliberalen wie mich nicht wirklich der ideale Zustand, weil diese Staatsquote eben immer dazu führen wird, dass der Staat einfach zu mächtig in allen Bereichen ist. Und da muss man einfach runterkommen und man muss einfach die Abgabenquote vom Kapitaleinkommen an jene der Arbeitseinkommen heranführen. Also das sehe ich steuerpolitisch irgendwo den wichtigsten Schritt, den wir machen können. Jetzt ein bisschen zu den Lösungen, wobei ich hier auch, also sage Lösungen, es sind nur Denkanstöße. Ich lese eigentlich die ganze Woche über nur Finanzanalysen und Wirtschaftsanalysen und rede weltweit mit vielen Leuten und so weiter. Und ich stelle fest, wir sind alle unheimlich gut in der Analyse des Status quo und wie es dazu kommen konnte. Aber wenn wir uns vor allem an, was machen wir, wenn jetzt wirklich der Euro nächste Woche auseinanderbricht und Griechenland beispielsweise sagt, es geht nicht mehr, das wird uns zu teuer, hat eigentlich keiner eine Antwort drauf. Ja. Lösungen, ich sage, wichtigste ist eine Beibehaltung der nationalen Budgetsouveränität. Also wenn es einmal so ist, dass uns Brüssel vorschreibt, wofür wir das Geld hier ausgeben, dann wird die Unzufriedenheit im Lande, die also sehr hoch ist, ja, ich mein, meiner Einschätzung nach auch 80% der Leute wollen nichts mehr von dem wählen, was am Stimmzettel steht und wählen halt eben das kleinere Übel, so wie das auch also bei ihren Ausführungen rausgekommen ist. Ja. Ich muss sagen, ich starte jetzt allein ein bisschen eine Kampagneaktion zur Verhinderung des ESM, weil darüber nichts geschrieben wurde. Es ist also genauso eine Nacht- und Nebelaktion wie die Online-Überwachung, wie das Sicherheitspolizeigesetz. Es kam keine einzige Pressemeldung, wie dieser Vertrag von den 17 Eurozone-Finanzministern am 11. Juli unterschrieben wurde. Ja, so und das ist und dieser Vertrag muss jetzt noch von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden. Ja. Österreich ist noch nicht ratifiziert, Deutschland hat noch nicht ratifiziert, die wollen das nächstes Jahr machen. Und die Slowakei, die hat ja wegen des EFSF die Koalition platzen lassen. Ich bin da also mit dem Oppositionsführer in Kontakt. Im Moment stecken die also nur im Wahlkampf, aber die werden auch dagegen stimmen. Und das ist eben noch die einzige Hoffnung. Und daher muss auch das Vetorecht und die Einstimmigkeit in der EU bei großen Maßnahmen, die im Verfassungs
ähnlichem Rang stehen, muss beibehalten werden, weil sonst wird das Ganze zu einer deutsch-französischen Diktatur, wo uns die überfahren, weil dann kommen wir plötzlich auch mit Verhältnis- oder Mehrheitswahlrechte daher und dann werden die kleinen Länder immer überfahren.